Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Mystery! Okay, da wird einem ja schlecht. Also bei Mystery! Nee, guck mal, der Sonnenaufgang ist mega cool mit Shader, ne? Ihr seht schon, die Plattform existiert nicht mehr. Ich habe die mal wieder abgerissen, weil die war einfach wirklich absolut too much. Und dann habe ich ein bisschen in der Testwelt rumgebastelt. Und oh, ich habe die Sichtweite noch viel zu hoch, weil mit Shader sind 20 Chunks echt nicht drin. So 12 können wir machen. Das sollte gehen. Aber ich habe mir jetzt ein Design überlegt. Ja, ich kann denken. Zumindest manchmal. Meistens baue ich einfach viel zu groß. Hallo Leuchtfeuer. Gerade einfach so aufgeploppt. Aber wir werden jetzt erstmal einen elfenbeinähnlichen Turm bauen, wo ich eine Vorlage für habe, die ich euch aber nicht zeige. Ich wollte euch nur mal zeigen, was hier eigentlich alles verbaut war hier drumherum. Ne? Auf jeden Fall Goldblöcke, nicht die alle, ich glaube die, ich weiß nicht mehr ganz. Ne? Dann hier die Steinziegel waren verbaut, ein bisschen Bruchstein, das meiste Bruchstein ist einfach runtergefallen, ich habe es verloren. Quarzblöcke, Quarzstufen, das war alles in dieser Plattform schon verbaut und das war wirklich einfach too much. Und wenn wir jetzt hier so einen elfenbeinartigen Turm auf dieser Größe bauen und etwa 40 Blöcke hoch und hier dann noch ein bisschen Platz haben für so einen schönen Vorgarten oder so, ne, und hier runter dann können wir dann hier auch noch vielleicht ein bisschen terraformen und da auch noch was Schönes machen. Also ich denke, es wird schon sehr, sehr gut. Aber wir müssen erstmal gucken, wie der Turm am Ende aussehen soll, weil, nee, das muss ich da lassen, upsi, hier drumherum kann ich abreißen. Ich brauche den als Ausgangspunkt. Weil die Frage ist nämlich, ob wir den Turm direkt verzieren oder ob wir eine zweite Schicht drumherum machen. Die zweite Schicht wäre schon besser, ne? Aber dafür müssen wir ihn erstmal bauen. Und was für ein Zombie gurgelt denn hier die ganze Zeit? Irgendwo hier drinnen, ne? Wollen wir mal gucken. Ja, wahrscheinlich hier unten drin, ne? Hallo? Offensichtlich nicht. Okay, dann mache ich einfach wieder. So, habe ich nicht gesehen. Wir gehen jetzt mal in die erste Timelapse, damit ihr versteht, was ich meine mit zweite Mauer oder nicht. Ersten zwei Etagen von dem Turm. Der soll 4 bekommen. Da kann man sich vorstellen, wie hoch das wird. Meine Frage jetzt, wegen der eine weitere Außenmauer bauen, war nämlich, ich würde gerne dieses, das, was wir hier haben, ne? Also diese Kanten, würde ich halt gerne immer so ein bisschen abgerundet mit einer Gold-Outline machen. Also ein bisschen flügelmäßig kann man sich das eigentlich vorstellen. Wenn wir jetzt mal sagen, wir machen hier, ne? Wir gehen mal hoch und dann wäre das so, dass hier oben irgendwie das Ganze einmal mit Gold eingerahmt werden würde, ne? Und dann käme das Gold wahrscheinlich hier so, so käme das zum Beispiel so, ne? Und dann Gold runtergezogen, dann hätten wir hier so ein bisschen wie so ein Flügel. Was wir noch machen könnten, wäre natürlich, dass wir hingehen und machen ab hier, oder wir machen das Gold eh ein nach vorne, dass wir so machen, ne, dass das hier so ein bisschen übersteht. Dann könnte man auch hier drinnen das wieder rausnehmen und könnte da dann einfach Quarzblöcke reinmachen. Aber die Sache ist halt, wie gesagt, machen wir dafür dann eine extra Schicht? Ich glaube, man kann schon verstehen, was ich meine, aber wir brauchen dann auf jeden Fall einen zusätzlichen Layer. Also wir brauchen eine weitere Wand, die wir dann verzieren können. Da können wir auch vielleicht mit so ein bisschen anderen Farben arbeiten. Das käme ja immer nur gegenüberliegend. Ich habe die Idee. Wir werden hier außen einfach mit Quarz arbeiten und dann werden wir die Wände innen einfach durch einen hellen Ton oder so ersetzen. Wir können ja alles beim Kroko kaufen, ne? Also der hat ja alle Händler da alles parat. Da können wir dann einfach das kaufen, was wir brauchen. Dann können wir vielleicht hingehen und können zum Beispiel so anfangen. Das passt sogar perfekt auf 10 Blöcke. Passt echt perfekt auf 10 Blöcke. Wie glücklich ist das denn? Pass mal auf. Wenn wir jetzt hingehen und machen einfach dasselbe Muster oben nochmal. Das heißt wieder rückwärts. Also wieder so, so, so und so. Hier wieder die Treppe, ne? Und dann hatten wir ja... nein. So. Und dann war da wieder... Ich muss mal gerade gucken. Achso, da war da wieder eine Treppe so. Und dann hatten wir wieder so und so, so und so. Perfekt. Und hier oben können wir einen kleinen Balkon dranhängen. Und jetzt können wir da eigentlich einfach Gold runterziehen.
Finde ich, glaube ich, mega. Finde ich, glaube ich, wirklich sehr cool. Und dann ersetzen wir die Wand dahinter. Weiß noch nicht, irgendeinen schönen, vielleicht blau, vielleicht blauen Ton oder so. Oder blauen Beton. Müssen wir mal gucken. Ich habe in den Testfeld natürlich nur geguckt, wie das Größenverhältnis passt. Ne? Ich habe nichts designt oder sonstiges. Ich habe einfach nur geguckt, wie das Größenverhältnis passt. Und so wie es aussieht, passt es verdammt gut, ne? Bis jetzt. Und hier nochmal. Gold haben wir ja ohne Ende. Da brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Wir können hier Goldblöcke raushauen bis zum Abwinken. Hier mal gerade anderen Beton holen beim Kroko. Ich habe ja ein paar Smaragde hier. Wir gehen mal gerade beim Kroko ein bisschen einkaufen. Wir haben ja hier ein paar Smaragde. Dann können wir so ein paar Farben durchprobieren. Ich glaube, Blau würde sehr gut passen. Ich glaube, Blau. So, wo konnte ich denn jetzt hier Blöcke kaufen? Warte, nee, der hatte gar keinen Job. Was mit dir hier? Konnte ich hier Blöcke kaufen? Nee, hier konnte ich Köder, Reparatur. Er hat rot glasierte. Die brauchen wir auf jeden Fall drumherum. Dann wäre Blau aber nicht so gut. Naja, es gibt ja auch... Hallo, was denn hier los mit den Golems, Mann? Es gibt ja auch verschieden glasierte Keramik. Das muss nicht unbedingt die rote sein. Aber hellblau, das würde auch gehen. Aber ich probiere erstmal das hier aus. So, wir probieren erstmal hier. Ich kaufe einfach mal was, ne? Ich glaube, wir können das ja später noch einfärben, wenn ich mich nicht irre. Ach, das gibt ja normale Ziegelsteine, ich Beppo. Ich meinte... Oh. Okay, nochmal shoppen gehen. Verdammt. Okay, ich werde, glaube ich, rote Keramik nehmen. Rote Keramik ist, glaube ich, das Ding. Das wird richtig teuer. Aber ich glaube, Rot und Gold passt sehr gut zusammen. Ich will, dass er aufsteht, Mann. Steh jetzt auf. Was ist los mit dir? Steh auf. Steh auf jetzt. Ah, okay. Lassen wir ihn mal liegen. Hat hier noch jemand rote? Ah, der hat leider braune. Da werde ich ganz, 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 ganz viel shoppen müssen, ne? Ich mache dem Kroko da mal ein Angebot. Wir müssen also gucken, dass wir irgendwo... Ja, hier, ich setze mal hier an, ne? Einfach, damit wir von drinnen was sehen. Und vielleicht können wir hier oben... Vielleicht können wir da... Ah! So. Können wir da vielleicht Glas reinmachen, dass man da auch durchgucken kann. Das wäre dann so... Ja, ne? So, genau. Und dann wäre das noch hier. Und hier, glaube ich, oder? So? Weiß nicht, wir müssen mal gerade gucken. Okay. Dann vielleicht so. Und da müssen ganze Blöcke rein. Also so, und da müssten hier ganze Glasblöcke rein. Oder wir können jetzt auch so Scheiben hier reinsetzen. Aber die noch zu färben wäre vielleicht auch ganz cool. So. Dann haben wir hier auf jeden Fall ein Fenster. Und den Rest können wir jetzt einfach mal ausprobieren, rot zu machen. Ja, das sieht schon cool aus. Mir gefällt das da oben noch nicht so ganz, aber ansonsten sieht das schon sehr cool aus, wie ich finde. Gefällt mir doch sehr gut eigentlich. Wir können ja schon mal die letzten zwei Etagen draufhauen und das hier machen. Ich finde, es sieht schon sehr, sehr cool aus. Aber ich weiß nicht, ob das noch ein bisschen zu weiß ist. Zwei Dinge müssen noch passieren. Als erstes das Lagerfeuer, das Leuchtfeuer, das Beacon hier. Das muss genau in die Mitte des Turms und oben rausschießen. Das fände ich irgendwie ganz cool. Oder wir lassen so, keine Ahnung. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir die rote Keramik wirklich noch brauchen. Weil so passt das schon sehr gut. Und wenn wir dann hingehen... Und ersetzen hier zum Beispiel den Glowstone auch noch durch Gold. Dann passt das noch besser zusammen. Die rote Keramik, die wir aber jetzt bestellt haben, die können wir so oder so nehmen, weil die können wir dann oben für den Platz nehmen oder sonstiges. Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Nur das gefällt mir schon tausendmal besser als diese Riesenschüssel, die vorher drauf war. Aber weißt du, was hier noch fehlt? Auch wenn der Turm schon geil aussieht, ne? Wir brauchen
einen goldenen Thron, weil wir werden der König der Elfen. Habe ich jetzt mal so beschlossen. Und wehe, jemand weigert sich das anzuerkennen. Ich vermute da ja, der Ork wird das nicht anerkennen. Aber wir haben ja ein Problem. Wir brauchen erstmal hier einen Boden drinne. Und ich wollte wirklich direkt ein Lager machen, was riesig groß alles beinhaltet und auch alles direkt gekennzeichnet ist und so weiter. Ne? Nur brauche ich dann einen Haufen Rahmen und da muss ich mal gucken, wo ich die herhole. Vielleicht vom Kroko, weil der hat da ja ganz, ganz viele Kühe. Und da können wir ganz viel Leder holen und so. Dann brauchen wir das nicht extra farmen. Wir teilen ja hier eigentlich alles. Und dann könnte ich das gleich markieren. Wir müssen nur gucken, wie wir das jetzt hier reinmachen, weil hier drunter wird nämlich direkt auf. Ja, da unten ist nämlich direkt unser Schreitersee. Was ganz cool wäre, wenn wir vielleicht Glas in den Boden machen. Habe ich noch Glas? Glasscheiben? Ne, hier auf jeden Fall nicht, verdammt. Okay, dann muss ich mal Glas besorgen. Joko und Glas. Ich gebe es ja zu, der war schlecht. Ist ja okay, ich habe es verstanden. Eigentlich hat das hier unten voll die gute Form. Wir können einfach diese Ecken hier, die hier, ne? Können wir mit Stämmen ersetzen, so. Blub, 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 blub. Ne? Und hier noch, blub, blub. Und dann können wir hier eigentlich immer Kisten reintun, Kisten reintun, Kisten reintun und in die Ecken. Oh, 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 Halleluja. Aber das heißt, ich kann Aufzug fahren. Aufzug. Yay, Aufzug. Ich bin echt wie so ein kleines Kind, ne? Ist schon schlimm. Also erstmal mache ich das Loch dazu, bevor ich da nochmal reinfalle. Ich nehme jetzt einfach mal Eichenholz. So, wir machen da später Glas rein. Aber dann könnten wir hier in die Ecken, könnten wir immer so Rüstungsständer stellen oder vielleicht irgendwie, oder so ein Buch, was so kapitelweise die Geschichte von Mystery erzählt. Das wäre doch auch mega gut. Dann könnt ihr vielleicht in den Kommentaren die Geschichte schreiben und ich knall die dahin. Das fände ich super. Das fände ich mega gut, wenn ihr das machen würdet. Einfach wirklich versuchen, so kapitelweise zu erklären oder zu erzählen, was in Mystery bisher geschah. Und dann können wir das hier in so Kapiteln unterbringen. Das ist doch mega cool. Ey, guck mal, wie hoch wir das gebaut haben. Hier sind schon diese Wirrblätter-Dinger da. Also das Lager schaut schon mega aus, ne? Mit dem Glasboden, dass man hier unten die Schreiter sehen kann. Also da finde ich mega cool. Jetzt machen wir hier oben. Nein, nein. Ich wollte hier oben Quarz reinhaben. So, machen wir Quarz. Vielleicht, ne? Wir müssen gerade mal gucken, wie viel Platz wir da noch. Jetzt haben wir noch 3x3. Ich weiß nicht, ob das reicht für so einen Goldthron hier oben. Oder ob wir den vielleicht größer machen müssen. Wir müssen eh erstmal gucken, wie wir hier überhaupt drauf und runter kommen. Ich fände es, glaube ich, auch ganz okay, wenn wir eine Leiter nehmen, weil das ist nicht so tief. Da können wir ruhig eine Leiter nehmen. Warte, ich packe mal hier gerade irgendwas rein. Ich habe erst überlegt, das Lager aus Netherrack zu machen. Aber dann habe ich mich doch dagegen entschieden, weil ich dachte, das würde irgendwie überhaupt nicht hier reinpassen, wenn man oben so voll Quarz hat und alles und auf einmal ist hier Netherrack. Wäre dann irgendwie nicht so cool. Ja, finde ich am besten. Mit dem Glasboden passt das am besten. Müssen wir aber gerade mal gucken, ob wir hier oben ja, das erstmal ausräumen. Oh nein. Oder was noch besser wäre, ich habe das jetzt mal unten eingeräumt, ne? Wäre, wenn wir das hier. Nein, das Holz bitte ganz lassen, danke. Wäre, wenn wir das hier rüber machen, das hier zumachen. So. Und dann käme hier der Thron hin, unter dieses Fenster. Da käme natürlich auch noch ein Fenster hin, auch noch rot und so. Aber ich dachte mir, da machen wir vielleicht hier den Thron hin und hier drüben kommt dann die Treppe nach oben, sodass wir kreisrund in jede Etage kommen. Aber hier, warte, ach so, Gold muss ich auch noch holen. Ich habe jetzt alles runtergeräumt, was ich hier in den drei Kisten in meinem Inventar hatte. Gold war, glaube ich, hier. Ja, Gott sei Dank. Puh, ich muss mal wieder zu Gold farmen. Okay, wie machen wir jetzt den Thron? Ich würde den Thron gerne schon irgendwie so machen. Ne, wie so ein. Wobei, hier würde ich es, glaube ich, gerne rauslassen. Und dann machen wir so. Und dann vielleicht so. So. Das passt doch, oder? Jetzt müsste da theoretisch ein Minecart rein, damit wir uns hinsetzen könnten. Oder da drauf, wenn wir so machen. Gibt es nicht so goldene Wägeplatt. Ach, dafür brauchen wir. Okay. Könnten wir theoretisch hier eine hinmachen. Dann ist das so ein bisschen der da, wo man sich hinsetzt, ne? Und wir könnten hier noch eine machen, da noch eine machen. Ist schon cool so. Ich bin der König! Yay! Finde ich irgendwie cool, gefällt mir. Natürlich müssen wir das den anderen noch mitteilen. Jetzt brauchen wir aber zwei Hunde. Beim Kroko und beim Mika. Sag mal, das hier soll doch eine Schleimfarm werden, oder? Die ist doch bestimmt vom Mika, glaube ich. Aber das soll doch eine Schleimfarm werden, oder? Dann links und rechts noch Golems einbauen. Und dann fallen die alle links und rechts runter nach hier unten.
glaube, das soll eine Schleimfarm werden. Ich bin mir nicht sicher. Die ist gar nicht weit weg von uns. Guck mal hier. Wenn wir jetzt hier hochgehen. Achso. Okay. Hier, guck mal. Hier hat sich echt jemand Mühe gegeben. Ich glaube, das soll eine Schleimfarm werden. Weil diesen Block... Guck mal, da... Da? Ach, da ist ein Pferd. Da ist ein Pferd. Was macht das arme Pferd? Ich dachte, da wäre schon ein Golem. Nee, ich glaube, das wird eine Schleimfarm. Weil es gibt keinen anderen Grund, warum man das Loch so aushebt. Das ist ja ein Chunk, ne? Wahrscheinlich 16x16 Blöcke. Ein Slime-Chunk. Und dann wird da eine Slime-Farm draus. Aber ich wollte gerade mal zu Good Old Skelett-Farm. Okay, irgendjemand hat die Skelett-Farm automatisiert. Die fallen nämlich jetzt tiefer und dann kann man die so... Kannst du die so mit einem Schlag so schubs. Oder auch nicht. Okay, es war wohl nicht tief genug. Irgendjemand hat tiefer gebaut. Das reicht wohl nicht. Hallo, Skelette? Hallo? Hallo? Hallo, ich warte hier. Ich brauche Knochen. Ich brauche noch ein paar. Gib mal ran hier. Boah, Hundi. Ich habe Knochen. Komm her. Guck mal hier. Ich habe Knochen. Komm her. Ja, komm her. Ich habe Knochen. Guck mal hier. Ich brauche eigentlich 3 Hunde, ne? Ja! Yay, meinen ersten Hund. Ich dachte mir nämlich, es gibt ja keine Brieftauben in Minecraft, ne? Da machen wir ja Briefhunde. Das finde ich mega cool. Dann setzen wir ihn nämlich einfach vor Anderleuts Base ab mit einem Brief daneben. Und das dann auch so als Anerkennung und Dankeschön, dass ich der König bin und ich mich um mein Volk kümmere und deswegen bekommen alle einen Wachhund. Oder einen Briefhund. Aber jetzt brauche ich noch zwei, weil ich brauche ja Sam und wir brauchen für die anderen beiden einen. Ja, komm. Komm. Auf, wir sind gleich beim Kroko, dann können wir dich schon mal absetzen. Ja, Butti, Butti, Butti. Ja, wer hat die Knochen? Da chillt eine Katze im Boot. Was ist denn heute los? Erst ein Creeper-Date, da eine Katze. Die Boote sind voll die Falle, ey. Alle Tiere sind in Booten gefangen. Guck mal, ich setz den mal hier vor die Statue. Komm mal her. Komm doch mal her. Oder warte, ich kann den ja auch rumschieben, ne? So, warte, so. Dann schiebe ich den gerade einmal hier so an die Ecke. Und dann hinterlasse ich da noch einen Rahmen mit einem Buch, wo ich das dann reinschreibe. Hier spricht dein König der Elfen. Dieser Hund soll von nun an dein treuer Begleiter sein. Wähle seinen Namen mit Bedacht. Ein Geschenk des Vertrauens und der Dankbarkeit. Der König der Elfen, Larissimus Elpeos der Dritte. Also ich trete hauptberuflich Hunde durch die Gegend und du? So, jetzt hast du auch einen Briefhund hier. Nice. Okay. Der König macht jetzt Pause. Ich sage vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, kannst du den Kanal gerne abonnieren. Natürlich kostenlos. Oder das Video liken. Ansonsten, wenn du Bock hast, die 4 Kapitel der Mystery-Geschichte aufzuschreiben, dann kannst du das auch gerne in den Kommentaren tun. Und ich werde die hier unten im Lager verewigen. Ich sage vielen lieben Dank. Ciao. Mit, ja, au. Oh.